Rund 350 Besucher kamen in die Panzerhalle, um den ersten Geburtstag von Startup Salzburg zu feiern. Mit Spannung wurde der Auftritt von Investmentpunk Gerald Hörhahn erwartet. Er warnte davor, Startup als Lifestyle misszuverstehen. Du brauchst einerseits eine langfristige unternehmerische Vision und du brauchst eine solide Finanzgebarung wie eine schwäbische Hausfrau. Aber eines kann ich euch sagen, die nächsten Jahre fällt im deutschsprachigen Raum in der digitalen Revolution die Entscheidung und die Würfel in fast allen Branchen, wer zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern zählt. Und wenn ihr jetzt die richtigen Schritte setzt und unternehmerisch solide etwas aufbaut, nicht Startup-Style, sondern Unternehmer-Style, ja? Nicht Geldverbrennungsmaschine, sondern Business. Und wenn ihr gleichzeitig eine langfristige Vision habt, die Welt tatsächlich besser zu machen, zu verbessern, Märkte zu revolutionieren und Bürokraten, Compliance Officer und Risikomanagern richtig in den Arsch zu treten, beziehungsweise ihre Funktionen unnötig zu machen, dann werdet ihr in den nächsten Jahren Jahre vorfinden, die in Platin und Diamant gepflastert sind. Und das, ich hoffe, dass viele von euch an dieser Revolution teilnehmen und da richtig Gas geben, aber nicht nur normales Gas, sondern richtiges Vollgas. Damit das Startup nicht mit Vollgas an die Wand fährt, sollte man laut Hörhahn 4 Kardinalfehler unbedingt vermeiden. Mangelnder Fokus auf den Vertrieb, finanzielles Chaos, also entweder zu hohe Ausgaben, kein Fokus auf das Working Capital, privat zu hohe Ausgaben und ähnliches. Das dritte ist private Unstimmigkeiten oder Unstimmigkeiten zwischen den Gesellschaftern. Und das vierte ist keine Ahnung von IT. Der Netzwerkinitiative Startup Salzburg streute der Investmentpunk zum ersten Geburtstag Rosen. Also solche Initiativen sind auf jeden Fall sehr gut, denn am Ende wird das zukünftige Wirtschaftswachstum werden nicht die Staatskonzerne machen, sondern neu gegründete Unternehmen, die in der New Economy erfolgreich sind und hier auch bestehen können. Das heißt, alles, was gemacht wird, um diese Art von wirtschaftlichen Aktivitäten zu fördern, ist sehr, sehr hilfreich. Natürlich, es fehlt noch immer, unser Arbeitsrecht hat noch immer 740 Seiten anstatt 30 Seiten. Die Bürokratie ist exorbitant und ähnliches. Also, aber alles, was getan wird, um jungen Unternehmen zu helfen, auf die Beine zu kommen, sehe ich sehr, sehr, sehr positiv. Das ist eine tolle Sache. Immerhin hat Startup Salzburg in seinem ersten Bestandsjahr einiges bewegt und sich auch für heuer viel vorgenommen. Wir haben uns ein paar gute Neujahrsvorsätze gemacht fürs heurige Jahr. Wir werden einerseits die bewährten Formate wie auch das Startup Salzburg Weekend wieder umsetzen. Jetzt, wir stehen kurz davor, auch unsere Factory zu wiederholen, den nächsten Durchgang durchzuführen. Wir haben im heurigen Jahr speziell vor, in der Vorgründungsphase Startups noch intensiver in unsere Betreuung aufzunehmen und über die Entrepreneurship ABCs unsere Trainingsreihe so aktiv fortzusetzen, wie sie letztes Jahr gestartet ist. Ein guter Start, das fand auch der zweite Vortragende des Abends, David Brüch, Content-Marketer, Filmemacher und YouTube-Spezialist. Ich denke mir, wenn man überhaupt erstmal ein Gespür für oder ein Ohr für diese Gründerszene und diesen Vibe hat, dann ist das schon mal ein guter Anfang und dann wird sich das alles andere wird sich mit einer Eigendynamik entwickeln. Eine gewisse Eigendynamik ist auch bereits spürbar. Das Thema Startups ist in der Salzburger Öffentlichkeit mittlerweile verankert. Stimmen aus dem Publikum. Ich merke es bei mir selber, wie gesagt, wir haben jetzt das Unternehmen gegründet. Es ist im ersten Jahr das Unternehmen explodiert. Von dem, was wir erreichen wollten, haben wir x-faches erreicht. Und ja, sind motiviert durch das. Und starten durch und ja, wie gesagt, kann man nur jedem empfehlen, da teilzuwerden, sich beraten lassen, wenn man eine Idee hat, wenn man glaubt, okay, das wird eh nichts und einfach durchziehen und sie motivieren die einfach auch, dass das umsetzt. Also ich finde es sehr gut, sehr wichtig, dass die Leute jemanden haben. Das hat es, glaube ich, früher noch nicht so in diesem Ausmaß gegeben. Und ich glaube, es ist sehr schön zu wissen für so Leute, dass da so ein Netzwerk da ist. Und ich glaube, da kann man gar nicht anders als drüber stolpern, dass man dann einfach weiß, da ist jemand, wo ich hingehen kann. Ja, ich finde so eine Initiative wie Startup Salzburg enorm wichtig, weil es eben zeigt, was sich in Salzburg an Innovation tut, das bündelt und umgekehrt für die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer auch die Services sichtbarer macht. Also wir finden es total wichtig, dass in einer Stadt wie Salzburg was gemacht wird für junge Unternehmer und Leute, die Ideen haben und diese auch umsetzen wollen. Insofern gratulieren wir natürlich Startup Salzburg für das einjährige Bestehen und hoffen, dass es noch viele, viele Geburtstage gibt. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen.